Hier sind die 7 häufigsten Fehler, die Kunstschaffende in der Anfangsphase machen können. Ich bin in meinem neuen Atelier. Ich habe ein kleines Atelier-Zwischennutzung gemietet. Geht bis Ende 2025. Also ab und zu werden die Videos hier aufgenommen und das Setting wird dementsprechend anders sein. Und ich hoffe auch so, die Videos ein bisschen reicher zu gestalten, euch mehr zu zeigen und ein bisschen unterhaltsamer und vielfältiger zu sein. Mal schauen, ob das auch funktioniert mit der Akustik. Ich bin da noch nicht zufrieden. In der Nähe hat es eine riesige Kirche. Ich denke, die ist ständig am Dongeln. Die Glocke. Also gut, die 7 Fehler, die 7 Todsünden. Ach, Kirche, Todsünden. Nummer 1, das Ignorieren der Grundlagen. Viele nippen nur daran oder überspringen gar am Anfang die Grundlagen wie Proportionen, Perspektive, Anatomie und Farbharmonien, dass sie diese als langweilig, zu umfangreich oder zu schwierig empfinden. Allerdings bilden diese Grundlagen das Fundament jedes Kunstwerks. Das Verständnis der Proportionen hilft dabei, realistische Figuren und Objekte zu erstellen. Die Perspektive verleiht einem Bild Tiefe und Raum, was besonders wichtig ist, wenn man Szenen oder Landschaften malt. Anatomiekenntnisse sind unverzichtbar für das Zeichnen von Mensch und Tier. Ein häufiger Fehler ist, sich zu schnell auf fortgeschrittene Techniken zu stürzen, ohne diese Grundlagen zumindest im Ansatz zu kennen und einigermaßen anwenden zu können. Dieses Ignorieren führt oft zu frustrierenden Ergebnissen, da die Kunstwerke unfertig oder unausgewogen wirken. Investiere darum Zeit, um nebst deiner regulären Kunst auch diese Grundprinzipien weiterhin zu lernen und regelmäßig zu üben. Ich repetiere die Grundlagen regelmäßig und greife situativ auf sie zurück, wenn ich sie lange nicht mehr verwendet habe. Darum suche dir die Grundlagen aus, von welchen du denkst, dass sie dich in deiner Kunst weiterbringen. Man muss nicht alle Grundlagen können und beherrschen. Du kannst immer wählen. Zweitens, kein Referenzmaterial verwenden. Ein weiterer häufiger Fehler ist das Arbeiten ohne Referenzmaterial. Viele AnfängerInnen glauben, dass die Verwendung von Fotos oder realen Objekten als Vorlage Schummeln sei. Tatsächlich hilft das Arbeiten mit Referenzen jedoch dabei, Genauigkeit und Detailtreue zu verbessern. Referenzen bieten eine solide Grundlage und ermöglichen es, Proportionen, Licht und Schatten sowie Farben überzeugend darzustellen. Ohne Referenzen neigt man am Anfang dazu, wichtige Details zu übersehen oder ungenaue Darstellungen zu erzeugen. Es ist wichtig zu lernen, wie man Referenzen richtig einsetzt, ohne sie direkt zu kopieren. Das Ziel sollte sein, die Essenz des Referenzmaterials zu erfassen und es in die eigene künstlerische Interpretation zu überführen. Das verbessert nicht nur deine technischen Fähigkeiten, sondern auch das Verständnis für verschiedene Motive, also zum Beispiel ihre Beschaffenheit und Funktionalität. Drittens, Angst vor Fehlern haben. In Bezug auf die kreative Tätigkeit sage ich, es gibt keine Fehler, nur neue Erkenntnisse. Darum spreche ich lieber von ungewollten Ereignissen. Und diese sind ein natürlicher Teil des Lernprozesses. Viele haben jedoch Angst davor und vermeiden es, zum Beispiel neue Techniken auszuprobieren oder Motive zu zeichnen, die sie nicht oder noch nicht gut können. Diese Angst kann den kreativen Prozess enorm hemmen und den Fortschritt verlangsamen. Es ist wichtig zu verstehen, dass jeder Person unabhängig vom eigenen Niveau Missgeschicke passieren. Und diese bieten wertvolle Lernchancen und helfen dabei, die eigenen Fähigkeiten zu verbessern. Statt diese Fehler zu fürchten, sollten wir sie als notwendigen und natürlichen Teil des Wachstumsprozesses akzeptieren. Kritisches Feedback, sowohl von sich selber als auch von anderen Personen, kann dabei helfen, aus ihnen zu lernen und kontinuierlich besser zu werden. Der Mut, Irrtümer zu machen und daraus zu lernen, ist ganz entscheidend für die eigene künstlerische Entwicklung. Viertens, zu viel auf einmal wollen. Viele AnfängerInnen möchten sofort komplexe und detaillierte Kunstwerke schaffen. Das führt oft dazu, dass sie sich zeitlich und technisch überfordern und frustriert aufgeben. Es ist besser, sich auf ein einzelnes Thema oder eine Technik zu konzentrieren und diese eine Zeit lang zu üben. Das schrittweise Erlernen verschiedener Aspekte innerhalb des selber gewählten Kunstbereichs hilft dabei, dort ein solides Fundament aufzubauen. Ein häufiges Problem ist hier auch, dass man die eigenen Werke überladet, indem man zu viele Elemente und Details hinzufügen möchte.
Dies kann dazu führen, dass das Kunstwerk unkoordiniert, chaotisch wirkt, weil sich dann das betrachtende Auge auf nichts richtig fokussieren kann. Stattdessen sollte man es sich angewöhnen, eigene Ideen zu vereinfachen und eher weniger zeigen als zu viel. Es gibt ja diesen Spruch, weniger ist mehr. Aber den finde ich totalen Quatsch, weil er so nichts aussagt. Es ist eher so, weniger ist nicht mehr, aber das Gute ist oft gekonnt auf das Wesentliche reduziert. Das gilt für Dinge, das gilt für Design genauso wie für Illustration und Kunst. Achte darum, was wesentlich ist in deinem Werk und lass es wirken, indem du die anderen Sachen sekundär behandelst oder andeutest. Dies verbessert nicht nur die Qualität deiner Werke, sondern auch das Selbstvertrauen und die Zufriedenheit mit dem eigenen Schaffen. Fünftens, Übersehen von Tonwerten und Kontrasten. Der richtige Einsatz von Tonwerten und Kontrasten ist entscheidend für die Tiefenwirkung und Körperlichkeit eines Kunstwerks. Am Anfang neigt man dazu, diese Aspekte vielleicht aus Unsicherheit oder Unwissen zu vernachlässigen und die Werke wirken dann flach und leblos. Tonwerte beziehen sich auf die Helligkeit oder Dunkelheit einer Farbe, während Kontraste den Unterschied zwischen den hellsten und dunkelsten Bereichen eines Bildes darstellen. Das Experimentieren mit verschiedenen Tonwerten und Kontrasten kann die visuelle Dynamik und das Interesse an einem Kunstwerk entscheidend steigern. Ein hilfreicher Tipp ist es, ein Foto des Kunstwerks in Schwarz-Weiß zu betrachten, um die Tonwerte besser zu erkennen. Dies kann dabei helfen, die Verteilung von Licht und Schatten zu verbessern und realistischere Darstellungen zu erzeugen. Am besten, du nimmst dein Handy, fotografierst dein Bild ab, also in Schwarz-Weiß, und schaust dir dann die Werte an. Das gleiche, wenn du draußen zeichnest, wenn du ein Motiv ausgesucht hast, fotografiere es in Schwarz-Weiß und schau dir an, wo was effektiv dunkel ist, wo was heller ist, und so kannst du von dort aus dein Bild auch aufbauen. Sechstens, keine Farbexperimente wagen. Beim Verwenden von Farben vergibt man sich oft die Chance, nicht genügend frei und unbeschwert diese zu verwenden und zu mischen. Klar, es gibt den Farbkreis und Farbtheorien und diese sind auch absolut berechtigt, aber diese sind ja Empfehlungen und dort hört es ja nicht auf. Und grundsätzlich sollten Farben auf der Palette und nicht direkt auf der Leinwand gemischt werden. So hast du eine bessere Kontrolle und Übersicht über deine Farben. Klar kann man auch direkt auf dem Papier oder Leinwand malen, aber dann geht es nicht anders, weil zum Beispiel Aquarelltechnik oder es gehört zum Bildkonzept, zur Bildidee. Ein weiterer Punkt ist das Verwenden reiner, ungemischter Farben, was zu übermäßig gesättigten und unrealistischen Ergebnissen führt. Auch bei Fantasiebildern, sag ich mal. Durch das Hinzufügen von Komplementärfarben oder neutraleren Tönen kann eine realistischere und harmonischere Farbwirkung erzielt werden, auch wenn man eher in die naturalistische Richtung arbeiten möchte. Es ist auch hilfreich, eigene separate Farbstudien zu machen und verschiedene Kombinationen auszuprobieren, um ein besseres Verständnis für Farbwirkung und Mischung zu entwickeln. Ein weiterer Tipp ist es, verschiedene Mischtechniken auszuprobieren, um die Textur und Tiefe der Farbe zu variieren. Dies kann dazu beitragen, ein dynamischeres und interessanteres Kunstwerk zu schaffen. Trockentechniken wie zum Beispiel das Trockenbürsten erzeugt einen rauen, texturierten Effekt, der in bestimmten Bereichen des Bildes nützlich sein kann. Das Experimentieren mit nassen Techniken wie dem Nass-in-Nass-Malen kann dazu beitragen, die Fähigkeiten im Mischen und Blenden von Farben zu verbessern. Diese Techniken ermöglichen sanfte Farbverläufe und realistischer wirkende Darstellungen. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Techniken zu finden und zu wissen, wann welche Technik am besten eingesetzt wird. Ja, und Spaß dabei zu haben, ganz, ganz wichtig. Siebtens, zu große Leinwände oder Formate für den Anfang. Große Leinwände oder Papierformate können einschüchternd wirken und sind schwer zu bewältigen, besonders am Anfang. Es ist ratsam, mit kleineren Formaten zu beginnen, um das Zeichnen und Malen effizienter zu üben und nicht entmutigt zu werden. Kleine Formate ermöglichen es, schneller Fortschritte zu sehen und spezifische Techniken zu üben, ohne von der Größe des Projekts überwältigt zu werden. Man sollte sich auch darüber im Klaren sein, dass große Leinwände, große Formate mehr Material und Zeit erfordern. Das kann zu Frustration führen, wenn die Ergebnisse nicht den Erwartungen entsprechen, man sich unter Zeitdruck setzt oder ungeduldig im Prozess wird. Stattdessen sollte man die eigenen Fähigkeiten auf kleineren Formaten entwickeln und allmählich zu größeren Projekten übergehen, wenn man sich sicherer fühlt. Diese Schritt-für-Schritt-Herangehensweise hilft dabei, Vertrauen in die Techniken, die Motive und die eigene Bildkompetenz aufzubauen und bessere künstlerische Ergebnisse zu erzielen.
Ja, das waren die sieben Fehler, die oft entstehen. Wenn dir etwas einfällt, dann schreib es mir bitte gerne in die Kommentare. Ja, freue mich jedes Mal, wenn ihr da etwas schreibt und eure Erfahrungen mir da wiedergibt. Da kann ich auch darauf antworten, mir neue Videos überlegen und euch effektiv dabei helfen, weiterzukommen. Also vielen Dank dafür. Ein Däumchen nach oben wäre auch cool. Wenn euch das Video auch sonst gefallen hat, leitet es weiter. Wenn du mich und diesen Kanal noch finanziell unterstützen möchtest, kannst du das gerne tun mit einer kleinen Spende auf Buy Me a Coffee. Den Link findest du unten im Videobeschrieb. Okay, ich danke dir fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Mach's gut, auf bald.